Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aborion und es ist die Nummer 12. Ich habe die Wracks abgebaut, habe hier noch einen Asteroiden gefunden, den wir gebrauchen konnten. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwo weiterkommen, wo wir ja so einen grünen Punkt haben, würde ich sagen. Ne? Gehen wir dahin, oder? Einmal Koordinaten im Navigationscomputer eingeben und dann schauen wir dann, was der Computer so sagt. Wo ist er? Da unten müssen wir hin. Und er ist fertig. Sprung ist berechnet und wir gehen weiter. Leertaste drücken, um fortzusetzen. Und dann sind wir hier. Aber hier ist nicht ganz viel los. Doch, da unten ist was. Was ist es? Eine Schiffswerft. Ja, fliegen wir mal näher ran. Gucken wir uns da mal gerade um. Brauchen wir jetzt keine Waffe anmachen. Und ach so, ist eine Werft. Warte mal, da können wir. Können wir an der Schiffswerft überhaupt was machen? Doch, da gibt es auch Türme. Ach so, wir haben auch überhaupt gar nicht unsere Beute bisher angeguckt, ne? Sollten wir vielleicht auch mal tun, ne? Was haben wir denn hier so geholt? Titanabwrackgeschützturm. Hört sich doch cool an, oder? Schaden 26,7. Effizienz 21. Genauigkeit, Reichweite. Bergmann 2. Das ist unabhängiges Zielen. Das ist schon mal eine coole Geschichte hier, ne? Doppel-Eisenbergbaugeschützturm. 1,3. Und dreifach Maschinengeschützturm. Hört sich auch cool an. Volta-Geschützturm. Eisenabwrackgeschützturm. Eisenbergbaugeschützturm. Aber die Grünen sind ja die besseren, ne? Reichweite 5,4 ist das. Und hier haben wir 75 Bergbau und Abwracken. Ja, Abwracken können wir bestimmt ändern. Doppel-Eisenbergbaugeschützturm. Jetzt müssen wir mal gucken. 200 Schaden an Stein und welche Zielen, aber weniger Schaden, okay. Und hier war 53% Schaden mehr. Unabhängiges Zielen. Ungewöhnlich. Und hier Energiespeicher plus 56%. Was haben wir hier? Quantum Hyperraum Upgrade. Eine größere Sprungreichweite. Schildwiderstandskraft hier. Unbewaffneter Schützturm. Plus 1. Brauchen wir mehr Energie. Ziviles Geschützturm-Kontrollsystem fügt Slots für unbewaffnete Geschütztürme hinzu. Oh, das ist natürlich gut, denke ich mal. Und das auch. Unbewaffnete und hier bewaffnete. Okay. Ja, da müssen wir wohl nochmal gucken, ne? Was wir da machen. Schiffsmenü war das, glaube ich. Ja, wir können ja auf jeden Fall hier was reinbauen, ne? So, wenn wir einen Energiespeicher da reinbauen, ja, dann geht es eine ganze Ecke mehr. Da sind jetzt drei Türme. Wenn ich den da jetzt reinbaue, dann habe ich noch einen leeren Slot. Bewaffneten Schützturm. Und dann müssen wir das Schiff vergrößern. Und dann könnte man da wieder noch was einbauen. Jetzt kann man das gar nicht so gut sehen hier, ne? Hier oben. Neue Staffel? Ne, das will ich alles gar nicht. Ich hätte gerne, da sah man im Hintergrund doch die Geschütztürme. Warum kommt man denn da nicht dran? Ne? Oh, seht ihr das? Ich kann es mir auch angucken, ne? Muss ich irgendwie umschalten? Aber wie, das ist die Frage, ne? Mit Tab kann man durchblättern, wen man hier auswählt. Okay.
Schiff. Ja, müssen wir im Baumhaus, ne? Anders geht das dann wahrscheinlich nicht. Das Fenster zu und dann sieht man es hier im Baumodus, ist klar. So, wir müssten das Schiff vergrößern, stand da, ne? Wir haben natürlich jetzt auch gerade noch einiges an, sag schon, Titan aufgebaut, wie man hier oben sieht. Also wir können da auch wirklich was verbessern. Schiff reparieren. Können wir das alles reparieren? Sieht so aus, ne? Dann machen wir das auch. Lokus anzufinden, die Form zeigen. Nö. Farbe wählen will ich jetzt auch nicht. Ist hier noch irgendwie was? Löschen, delete? Nö. Gut, dann müssten wir jetzt gucken, dass wir noch was dazu kriegen. Machen wir hier auf. Was haben wir eigentlich hier? Ja, das muss eine Fracht gewesen sein, die wir letztes Mal aufgenommen haben. Da müssen wir nochmal genau gucken, ne? So, hier sind die vielen schönen Sachen, die wir hier haben. Abwrackgeschützturm aus Titan. Dreifach Maschinengeschützturm. Den würde ich ja gerne einbauen, ne? Wo sind unsere Waffen bis jetzt? Da oben drauf. Und da. Dann würde ich den ja da einbauen wollen, ne? Was sagt er jetzt? Oh, wir brauchen Bewaffnung, Besatzung. Die kriegen wir aber auch noch hin. Das dürfte nicht das Problem sein. Eisen, Glas, Eisen. Wir müssen Richtung Titan weiterkommen. Titangerüst. So, das mal ein bisschen rauszoomen. Ja. So sieht das ja schon ganz nett aus, ne? Ich glaube, wir können das mal so ein bisschen in die Breite noch bauen. Titangerüst. Erhöhte Stärke. Irgendwie. Korrekturdüsen. Niedrige Widerstandskraft, reduziert Drift, erhöht Rotationsgeschwindigkeit, erhöht Seitwärtsgeschwindigkeit, Rotationseffekt besser, wenn weit vom Schwerpunkt entfernt. Ich glaube, wir nehmen das und bauen das da noch dran. Weil da haben wir, denke ich mal, ganz schöne Probleme noch irgendwie. So, wir müssen das drücken und dann, ja, jetzt ist die Höhe passend. Aber das wäre gar nicht mal so eine schlechte Sache, oder? Aber das ist. Wo habe ich das jetzt rangesetzt? An dem. Und das ist auch mittig, ja. Passt. So, nötige Kanoniere fehlen uns noch zwei. Okay. Und. Den würde ich jetzt gerne noch drehen, also anders formen. Warte mal, das sind 2, 4, 5 Löcher. Was würde das bedeuten? So, schade, ne? Nee. Nee, nee, nee. Weg damit. Wenn, dann muss es schon passend dran sein und das wäre so. So. Und da würde ich jetzt die Höhe noch ein bisschen ändern. Nee, das ist Gesamt. Das ist die Höhe. Da würde ich so machen. Warte mal, das ist ein knapp daneben. Das wäre da. Jo. Ja, Übersetzung fehlt, das ist immer noch klar. Gut, und dann. Hier noch Doppel-Eisenbergbau-Geschützturm. Ja, wir müssen mal gerade gucken, was wir da drauf haben, ne? So, den haben wir gerade drauf. Kommt dreifach Maschinen.
Doppelmaschinengeschützturm, das ist klar. Dann haben wir einen Doppel-Eisen-Abwrack-Geschützturm. Ich glaube, der ist nicht so dolle. Schaden 10, 8. Schaden 10 ab. 8 Abwrack. Schaden. Bergbau. Eisenbergbau. Abwrack. Der ist 18,9 und hat auch eine bessere Reichweite. Ich glaube, den können wir dann nehmen. Das bitte einmal wegmachen und den bauen wir dann hier irgendwo hin. So, das war der, ne? Ne, Bergbau. Den also nehmen und entfernen und den dafür hinbauen. 18,9 passt. So, und der Bergbau hat 3,7. Der Bergbau hat 3,7. Doppeleisenbergbau hat 1,3. Geschützturm Bolter, das ist nicht so dolle. 3,7 haben wir schon. 2,8. So, das sieht so aus. Als ob hier nichts Gutes bei ist. Hier haben wir den Titanabwrack. Den haben wir eben gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist das Nonplusultra, oder? Also den haben wir vielleicht gesehen, aber nicht ausgewählt. So, den weg und den hin. So, wunderbar. Ja, das ist dann erstmal genug gebaut, würde ich sagen. Karte brauchte ich nie. Ich wollte hier raus aus dem Baumenü. Mit Escape war das. Und dann müssten wir da mal hin. Und mit F sprechen wir die mal an. Crew anheuern. Geht das aus der Fernung? Nee, ne? Kanonierer. Enterer, Security, Bergmann, Mechaniker, Ingenieure. Da brauchen wir nur zwei, wenn, ne? Du musst an der Station angedockt sein. Das habe ich mir gedacht. Dann fliegen wir doch da mal schnell hin. Okay, die Docking Ports sind ja ganz in der Nähe. Wie man gerade sieht. Jetzt müssen wir unser Schiff mal hier reinscrollen, ne? Da ist es. Also es lenkt natürlich jetzt super cool, ne? Nur das mit dem Bremsen, ne? Da müssen wir nochmal dran, ne? Das fühlt sich nämlich gerade nicht so dolle an. So. Docken. Crew anheuern. Zwei haben wir anheuern. Wunderbar, das ist erledigt. Dann müssen wir nochmal docken. Also müssen nicht, aber machen wir. Güter verkaufen, Rekonstruktionsart. Rekonstruktionsart. Okay, das kenne ich noch nicht. Und die Fraktion besser ist. Okay. Reparaturdock, Schiff bauen, schwarzes Brett. Keine Aufträge vorhanden, okay. Ich bin jetzt nicht gedockt, das geht dann wieder nicht, ne? Güter verkaufen, warte mal. So. Schiff können wir hier bauen. Schwarzes Brett hatten wir. Güter verkaufen. Ich habe davon nichts. Okay. Was sagt uns der rote Punkt? Achso, wir müssen noch die Besatzung zuordnen. Das machen wir doch mal gerade.
Zuweisen, zuweisen und alles ist gut. Okay. Ach so, wir müssen da noch gucken. Bauen hatten wir gemacht und da war die Größe zu ändern. Nee. Doch, das war auch hier, oder? Nee, war nicht hier. Das war hier und dort. Da konnten wir... Das müssen wir noch vergrößern, um noch was einzubauen. Ja. Gut, Escape. Das bedeutet nochmal B. Ja, wir brauchen noch was zum Bremsen, ne? Das hatten wir schon gesagt, ne? Erhöhte Rotationsgeschwindigkeit, das haben wir, glaube ich, eingebaut. Das war gut. Die Widerstandskraft in der Masse. Erhöhte Seitwärtsgeschwindigkeit, Rotationswerk besser, wenn weit vom Schwerpunkt ist, klar. Reduziert Drift, ja. Sehr hohe Masse. Wie kriege ich denn bitte schön das Bremsen hin? Titankorrekturdrüsen. Düsen, nicht Drüsen. Haben wir hier noch was? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Leuchtecken und sowas brauchen wir nicht. Stoppt Railgun-Geschosse. Und dann gibt's schon Nahrung mit. So. Ich würde dann sagen, dann wird es wahrscheinlich das hier sein. Dann müssen wir den mal irgendwo anbauen, ne? Nur wo? Ein bisschen tiefer. Also da gefällt es mir ja gar nicht, ne? Ich würde es jetzt schon fast hier mal anbauen wollen. Da. Und auf der anderen Seite mache ich das auch nochmal dran. Ne? Und dann gucken wir, was sich verändert. Höchstgeschwindigkeit und Schub steht da schon mal was. So. Ah, wir fliegen auf jeden Fall viel schneller rückwärts. Das bedeutet, diese Düsen haben es auch schon gebracht, weil das war sonst etwas schwierig, ne? Gut. Was sagt er jetzt hier? Nicht genug Ingenieure. Jetzt müssen wir noch Ingenieure besorgen. Auch gut, ne? F können wir noch machen. Crew anheuern. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt brauchen. Können wir das irgendwo sehen? Warte mal, das weg. Personal. Noch ein Ingenieur. F. Anheuern. Das war hier einer. Anheuern. Ich weiß gar nicht, ob wir es geschafft haben, jetzt das Schiff größer zu bauen. Sehen wir sofort, ne? Der ist auch schon passend eingestellt worden. Super. Hätte aber auch einer, wie man sieht, gereicht, ne? Also. Die müssen wir noch zuordnen. Dann machen wir die 3, ne? Und das ist die 1. Gut. Und das passt da hier. Ah, jetzt ist auch das dritte Feld frei geworden. Und wir haben sogar hier noch den nächsten, wenn. Ja, jetzt müsste man noch überlegen. Da geht noch ein Geschütz mehr jetzt dadurch, ne? Oder? Doch, ja, da ist es. Wir haben ja... Warte mal, beim Bauen die Möglichkeit, ne? Nochmal reingucken.
Der Abwrack, der war cool, ne? 18,9. 10,7. 18,9. Also dieser hier wär's. Ja, mach den mal weg. Ah, das war ja offen. Wähle den aus. Müssen wir... da. Da wird's gehen. Da auch. Gut, dann nochmal ins Schiffmenü. Und den auf die 3 setzen. Passt. Gut. Jetzt brauchen wir noch Bergarbeiter. Also wir sind noch lange nicht fertig, wie man sieht. Das war falsch. B ist richtig. F, wir können noch docken. Crew anheuern und 2 Bergmänner. Das waren die. 2 anheuern. Gut. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Da einer geschossen hat. So, jetzt passt das alles, ne? Da sind auch genug Leute drauf. Den können wir jetzt nicht on einbauen. Leitet Energie direkt zu den Schilden um, ist klar. Energieverbrauch, der hat richtig Energieverbrauch hier, der Hyperraum-Upgrade, aber passt schon. Fracht ist jetzt nicht da. Das lassen wir alles so. Schiffssysteme. Neue Staffel. Ja, ich glaube, das ist jetzt hier erstmal gewesen. Also drehen tut der fürchterlich schnell. Beschleunigen ist auch gut. Und was steht da oben jetzt wieder für ein Symbol? Das Schiff ist überbevölkert, alles klar. Das bedeutet, wir brauchen wiederum noch Quartiere. Das waren diese, ne? Genau. Machen wir hier unten vor, denke ich mal. Passt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es jetzt endlich hingekriegt haben, ne? Wenn wir jetzt das Schiffsmenü nur angucken, dann ist alles prima, oder? Geht da einer mehr? Nein, alles passt schon. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Das ist unser Schiff aktuell. Ist relativ wendig, wie wir sehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Es fliegt auch gut rückwärts. Ich glaube, wir sind da schon auf dem besten Weg. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Hier im Sektor ist sowieso, glaube ich, nicht so viel los. Wir können da mal hindüsen und schauen, was da los ist. Und naja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.